taufe dich auf den Namen St. Jodo. Mit der Fischerin vom Bodensee. Zeichnung einer Ledin wurde von einem Schweizer Mitglied des Ledin-Vereins, dem Herrn Oertli, erstellt. Sie zeigt die Ledine, wie sie in der Nähe des Landesteges von Immenstadt eines Tages liegen wird. Wir befinden uns hier übrigens in der Yacht- und Bootswerft Michelsen. Ledinen gab es in verschiedenen Längen und Breiten, begonnen mit der kleinsten Ledine, die man auch Segner nannte, von 15, 20 Meter Länge. Die größeren Schiffe, die eigentlichen Ledinen, waren dann 25 bis 30 Meter lang. Inzwischen hat sich der Begriff Ledine durchgesetzt für alle großen und kleinen historischen Schiffe. Auf meinen Reisen nach Norddeutschland und nach Skandinavien habe ich nachgemachte Wikinger-Schiffe gesehen. Ich wusste auch von Nachbauten, etwa der griechischen Triere, der Mayflower, einer Hansekrugge und irgendwelche Flussschiffe wurden ebenfalls nachgebaut. Und eines Tages kam mir die Idee, eine Ledine vom Bodensee nachzubauen, denn dieser Schiffstyp, der ein halbes Jahrtausend lang auf dem Bodensee gefahren ist, ist vollständig verschwunden. Wir haben uns von vornherein vorgenommen, kein Museumsschiff zu bauen, das in irgendeiner Halle steht, sondern wir wollen ein Schiff haben, mit dem man wirklich fahren kann, wie in den vergangenen Jahrhunderten. Das Schiff soll natürlich auch dem Fremdenverkehr am Bodensee dienen. Seid ihr eigentlich heute die besseren Handwerker wie früher vor 100 Jahren? Das glaube ich nicht. Also rein mit dem Handwerkszeug, vom Handwerkszeug her gesehen, mussten die, bedingt durch die traditionellen Bauweisen, wesentlich fitter sein. Aber wir müssen es reinholen durch Maschineneinsatz. Und ich glaube auch, dass sie damals ein bisschen mehr Zeit hatten. Und macht es dir eigentlich Spaß, hier an dieser Ledine mitzuarbeiten? Ja, speziell macht es Spaß, weil man sowas eben sonst nicht mehr mitkriegt. Ansonsten waren meistens nur noch Yachten und da eben auch viel im Kunststoffbereich gearbeitet, vor allem in anderen Werften, und ist schon mal was anderes.
Wir gründeten dann einen Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine Ledine nachzubauen. Wir versuchten jahrelang Sponsoren zu finden, mit mehr oder weniger Glück. Wir haben aber jetzt den Durchbruch geschafft. Das Schiff ist im Bau. Meinen Reisen zur Nordsee oder ans Mittelmeer sah ich gelegentlich nachgebaute oder renovierte historische Schiffe. Und eines Tages erfuhr ich, dass es am Bodensee auch Vorläufer der Dampfschifffahrt gegeben hat, eben diese Ledinen. Die Ledinenschifffahrt war etwa 500 Jahre lang, seit dem Mittelalter. Und irgendwann kam dann die Idee, einen Verein zu gründen. Und wir haben lange gekämpft um die Finanzierung, aber jetzt ist es soweit. Die Ledine wird 17 Meter lang sein und 5,20 Meter breit. Hier ist eine kleine Kajüte. Hier befinden sich die Toiletten drin, zwei Kojen und eine kleine Pentry. Hier ist der Motor, ein Mercedes-Motor, der von der Firma MTU gesponsert wurde. Und an Deck befinden sich dann die Sitzbänke für die Fahrgäste. Ich war von August nun letzten Jahres mit dabei mit den Lackier- und Schleifarbeiten. Und jetzt sind wir soweit mit den Bänken. Die kriegen ihr Finish, indem nun diese lasierten Gestelle nun lackiert werden. Die Witterung ist natürlich nicht so optimal, aber mit 2 bis 3 Mal lackieren würden wir dann den Endzustand haben. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Sind höher als ursprünglich kalkuliert. Das ist kein Wunder. Mit diesem Schiff begab man sich auf Neuland. Man hatte ja keine Erfahrung mit dem Bau von Ledinen. Die letzte Ledine wurde vermutlich um die Jahrhundertwende gebaut. Der Preis des Schiffes wird etwa 500.000 D-Mark sein. Man wird sich wundern, wieso die alten Vorfahren von uns solche Preise bezahlen konnten. Aber die moderne Ledine ist viel stabiler gebaut und natürlich auch viel schöner. Sie soll ja als Fahrgastschiff dienen. Wir sind zuversichtlich, dass sich das Schiff selbst tragen wird. Das Wichtigste ist die Beherrschung des Schiffes, was für uns alle Neuland sein wird. Wir müssen uns erst vertraut machen mit dem Segeln. Denn das Schiff hat ein Rahsegel und keine moderne Takelage.
Aber wir werden das in den Griff kriegen. Und es ist dann noch eine theoretische Ausbildung, eine theoretische Prüfung, zum Beispiel Navigation und Gesetzeskunde. Man sagt immer, die Rentner haben keine Zeit. Aber wenn man das einplant und man Lust und Liebe dazu hat, dann ist es was ganz anderes. Ledene, schon mal gehört, Ledene? Nein, nicht. Ich habe was im Südkurier drüber gelesen, dass es ein Lastensegler war und dass das originalgetreu wieder aufgebaut worden ist. Vorhin habe ich nicht gewusst, was die Ledene ist, aber ich habe verstanden, das ist ein altes Schiff von 500 Jahren schon. Aber was hat mich eingefallen, dass von 500 Jahren war kein Motor in dem Schiff. Wie kann das sein? Seit einigen Jahren arbeiten da viele Ehrenamtliche mit, und zum Beispiel der Herr Hiss und andere Sponsoren, und haben sich sehr engagiert und wirklich was ganz Tolles draus gemacht. Ledene ist ein Lastensegler. Ich finde ganz gut, dass man sowas wieder neu aufzieht, und schade kann es auf keinen Fall. Dass der Liegeplatz hier in Immelstadt sein soll. Stapellauf ist immer ein freudiges Ereignis, weil es geht auch ein Stück Arbeit seiner Vollendung entgegen, und von daher freuen wir uns alle, wenn alles klappt. Wir haben natürlich in der Bundesschifffahrtsverordnung die letztendlich alle Kriterien für Wassersportfahrzeuge und Berufsschiffe beinhaltet, keine Ledene. Denn als die Bundesschifffahrtsverordnung im Jahre 76 in Kraft trat, gab es noch keine Ledinen. Aber wir haben in der Zwischenzeit so viel Erfahrung gesammelt, dass wir auch so ein Schiff entsprechend den Vorschriften ganz sicher überprüfen und sicher zu Wasser lassen können. Ich habe eben ein ganz wichtiges Dokument bekommen, nämlich die Registriernummer der Ledine. 1005 kann man sich gut merken. Wenn Sie also nicht später nicht genau wissen, ist es das, die Ledine am Bodensee, oder ist es nicht, schauen Sie einfach auf die Nummer. Ich glaube, das ist ein Schiff, das mit Sicherheit attraktiv sein wird, und zwar einfach, weil es ein Unikum ist. Das gibt es bloß einmal in dieser Art. Und ich glaube, dass es also nicht nur historische Bedeutung hat, sondern auch wirtschaftlich, fremdenverkehrsmäßig eine große Freude sein wird für alle Beteiligten, und ich hoffe auch, dass es wirtschaftlich seine Ausgaben wieder einspielt durch die Fülle der Fahrten, die im Laufe der Jahre gemacht werden können. Naja, auf den Tag habe ich mich eigentlich 12 Jahre lang vorbereiten können, deswegen ist es gar nicht mehr so spannend. Jedes Segelschiff muss Ballast haben, damit es nicht so hoch aufschwimmt, damit die Stabilität unter Segel gewährleistet ist. Die Besonderheit war vor allem, dass
zu einer Ledine praktisch überhaupt gar keine Zeichnungen verfügbar waren. Und das Material, was aus der damaligen Zeit zur Verfügung stand, das ist relativ rar. Eine ganze Gemeinde in eine andere Zeit versetzt, 500 Jahre zurück. Immenstadt feiert mit Schmackhaften, mit Pauken und Trompeten die Ledinentaufe. Alle sind sie gekommen, Störschorsch, der erste Bodenseereiter und der Verkehrsminister des Landes Ulrich Müller. Nostalgie am See der Frachtensegler früherer Jahre, jetzt ein Touristenboot der Neuzeit. Gruß aus der Schweiz. Schweizer Ledinerli. Hand in Hand der Kapitän der Hohentwiel und der Macher der Ledine, Rolf Hiss. Wir sind sozusagen Geschwister jetzt. Ne? Geschwister, sozusagen. Ich bin die kleine Schwester. Freut mich sehr. Du bist der große Bruder. Genau. Ich taufe dich auf den Namen St. Jodo. Silvia Müller, die Gattin des Verkehrsministers, übernimmt die Schiffstaufe. Eine Schiffstaufe vorzunehmen, das habe ich noch nie im Leben gemacht. Wer macht das schon mehrfach? Und ja, gerade bei so einem historischen Schiff, so einem Nachbau, fand ich das auch was Besonderes. Dann hat mir nur die Atmosphäre sehr gut gefallen. Ich glaube, da steht halb Immenstadt oder ganz Immenstadt dahinter, hinter diesem Projekt. Die Immenstader Zehntbure beladen das Schiff zur ersten Fahrt. Jeweils 10% ihrer Arbeit mussten sie damals an ihren Feudalherren abgeben. Ach, ich habe mir diesen Tag schon jahrzehntelang vorgestellt. Irgendwie ist es gar nicht besonders Sensationelles und gar nicht besonders neu und gar nicht besonders Bewegendes. Ich nehme es mit einem gewissen Gleichmut. Ich freue mich für alle, die mir geholfen haben, mitzuarbeiten, für alle Mitglieder des Ledinenvereins. Seemann, deine Heimat ist das Meer. Der Sonntag nach der Schiffstaufe. Die Gemeinde nagt am Zahn der Zeit mit ihrem mittelalterlichen Markt. Den Markt, den gibt es jetzt nicht mehr. Was bleibt, ist die stolze Ledine. Zeppelin.
der Zeppelin, heute wieder hochaktuell und supermodern, der Zeppelin NT. Das ist ja richtig gehende Hochtechnologie, wie man heutzutage sagt. Und wir machen jetzt einen großen Sprung, praktisch sozusagen zur Steinzeittechnik. Ich sitze nämlich hier jetzt auf einem alten, nachgebauten Lastkahn einer sogenannten Ladine. Aber das weiß der Rolf Hiss viel besser, der Captain von dem Schiff, was das hier für ein Kahn ist und was er früher transportiert hat, Herr Hiss. Ja, die Ladinen haben alle Waren, die seit dem Mittelalter verhandelt wurden, einfach transportiert, kreuz und quer über den See. Und Sie haben das nachgebaut, dieses Schiff, so also ein Frachtschiff, wie man es damals eben gehabt hat? Ja, es gab 100 bzw. eigentlich 50 Jahre lang keine Ladine mehr auf dem Bodensee und wir haben versucht, eine Ladine wieder neu zu bauen. Und die haben ja früher natürlich nur mit Windkraft gearbeitet, also hatten nur ein Segel, aber Sie haben ja vorher gesagt, die konnten in einem Tag praktisch von Bregenz bis Konstanz rüberdüsen, aber wenn Flaute war, was dann? Dann mussten sie am flachen Ufer entlang starken oder einfach rudern, was ziemlich schwierig war bei 120 Tonnen Ladekapazität. Das hat ja Tage gedauert. Ja. Wie sieht es denn heute aus? Also heute haben wir eine relative Flaute, wie kommen wir uns wieder zurück? Ja, wir könnten warten, bis ein Wind kommt, aber wir haben Gott sei Dank einen Motor an Bord. Also auch Hochtechnologie heutzutage. Ja. Ja. Sie haben das Schiff ja also originalgetreu restauriert, also es ist kein altes Schiff, sondern ein neues Schiff, original nachgebaut. Es ist neu gebaut, vor etwa einem Jahr ist es fertig geworden. Die Form ist dieselbe wie früher, seit 500 Jahren, das Segel auch, aber sonst ist vieles natürlich neu geworden. Und das kann man mieten, da kann man drauf als Tourist? Ja, wir bieten das Schiff an für Chartergruppen, Betriebsgruppen, Vereine, aber auch für spontane Mitfahrer ab Immenstadt. Man kann aber auch tägliche Fahrten machen, mit Ausnahme von einem Tag, da haben wir unseren Ruhetag. Wir sind ja Feierabend- oder Hobby-Schiffer. Ja. Ist ein Verein. Ne? Ja, es ist ein Verein, ja. Also man muss bloß nach Immenstadt gehen und sagen, hallo, ich will mal mitfahren, so ungefähr jetzt laufen. Ja? So ungefähr, ja. Wunderschön. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir es mal, ob wir Segel setzen können und zurücksegeln können. Ja, wir versuchen es mal. Trotz wenig Wind, aber es muss gelingen. Bin gespannt, drücken Sie nur die Daumen.